Smarana, ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Denn die Zeit gerade jetzt ist doch etwas schwierig und vielleicht fühlt sich der eine oder andere sogar tatsächlich allein gelassen und irgendwie ist traurig und ja, spürt die Krise aktuell sehr stark. Das liegt natürlich auch am November und es liegt auch an den hohen Energien, die ja auf die Erde gestrahlt werden und in denen wir irgendwie zurechtkommen müssen. Da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Es ist gerade eine Situation, die uns nochmal tief nachdenken lässt, einfach ins Innere gehen lässt und zu überprüfen, wo stehe ich? Wie betrachte ich mein Leben? Betrachte ich es von unten nach oben heraus oder von oben nach unten? Wenn du es nämlich von unten nach oben heraus tust, so wie eigentlich wir meistens dies tun, aus der Dualität heraus, dann sieht es immer so ein bisschen schwierig aus, weil dann die ganzen Probleme aus dem Kollektiv eine große Rolle spielen. Und wenn du aber beginnst, von oben dein Leben zu betrachten, also von der geistigen Welt aus auf dich hinabsiehst, und dann siehst du eher, wo du gerade bist auf deinem Lebensweg und kannst daraus wieder Mut und Kraft schöpfen. Und die Botschaft, die heute kommt, ist eine ganz wichtige Botschaft und es musste wirklich jeder Mensch wissen oder diese Botschaft hören, denn dann würde es uns allen gleich viel besser gehen und wir hätten auch gleich wieder ganz viel Licht im Kollektiv. Es ist also jetzt gerade auch am 11.11., wo ich dieses Video ja posten werde, die Energie sehr, sehr hoch. Und der 11.11. beginnt ja mit einer Toröffnung oder mit einer großen Toröffnung. Und das gibt uns die Gelegenheit, in unserem Leben alles umzustülpen, alles nochmal von einer anderen Warte zu sehen. Das ist ganz, ganz wichtig und diese Gelegenheit sollten wir nutzen. Ihr konntet ja in meinem Livestream an einem Ritual teilnehmen, wo man dabei gelernt hat, wie man diese tolle Energie von dem 11.11. nutzen kann. Ich lege euch das einfach nochmal sehr ans Herz und ich gebe auch den Link hier oben rein, damit ihr das nochmal anschauen könnt. Man kann so ein Ritual natürlich immer wieder vollziehen, auch an anderen Tagen. Jetzt ist es so, beim Betrachten, wenn du jetzt diese zwei Betrachtensweisen einmal von unten, einmal von oben einmal ausprobieren möchtest, dann solltest du dir im Klaren sein, wie ist meine momentane Situation? Gibt es etwas, was mich total einnimmt, was mir gar keinen Raum mehr lässt? Gibt es etwas, was ich loslassen möchte? Und dann ist wirklich gerade heute die Möglichkeit, dass du dies erfolgreich loslassen kannst, sehr groß. Und wir werden eine ganz tolle, wichtige Botschaft der Engel des Lichtes hören, welche uns durch dieses Tor begleiten. Und das ist so eine zusätzliche Unterstützung der geistigen Welt, die uns immer wieder versichern, ihr seid nicht allein, wir sind bei euch. Und dieses Gefühl, das vielleicht manche haben, dass sie sich allein gelassen fühlen, das kommt aus der Dualität. Das ist etwas, was von außen provoziert wird, dass wir uns eher mal alleine fühlen als wie in einer Gemeinschaft. Und wenn du guckst, was gerade so vor sich geht, dann ist das gerade sehr massiv. Und da möchte ich euch einfach heute Kraft geben und unterstützen, so dass ihr, ja, diese Gemeinschaft, unsere Gemeinschaft der Liebe und des Lichtes immer fühlen könnt und immer wisst, wir sind stark, wir sind viele und wir können auch ganz viel bewirken. Ich möchte euch einfach Kraft geben, mit dieser Botschaft weiterzumachen und durchzuhalten. Es ist mir sehr wichtig, dass es uns allen gut geht und dass wir die festsitzenden Schwierigkeiten, die ja vielleicht der eine oder andere trägt, dass wir die loslassen können und auch, dass wir sie erkennen. Weil sobald du etwas erkannt hast, kannst du es auch loslassen. Und das ist halt die Kunst.
solange es im Unterbewusstsein irgendwas festsitzt und du dich vielleicht verletzt fühlst sogar und diese Verletzung dann mit dir trägst, wird sie dich immer, immer wieder beeinflussen und auch schwächer machen. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich überhaupt nicht möchten, ihr Lieben. Und jetzt, wenn wir uns mal an die andere Sichtweise orientieren, also die in das höhere Bewusstsein gehen und von oben nach unten gucken, sehen wir, dass diese negativen Gefühle oder Situationen, die wir gerade so durchmachen, auch zu unserem Lebensweg gehören. Und dass wir deswegen da durchgehen, da bleibt uns meistens keine Wahl. Und wenn man das aber sieht, dass das einfach eine Aufgabe ist, das durchzustehen, kann man es wieder viel leichter annehmen und weitergehen. Es ist wichtig für mich, dass ihr das wisst, denn diese Erkenntnis, die sich daraus ergibt, gibt wieder Kraft. Und gerade diese Kraft führt uns eine Stufe weiter in eine neue, wunderschöne Dimension. Und da möchte ich gerne mit euch allen hin. Also haltet durch und erkennt einfach, dass ihr viel kraftvoller und stärker seid, als wie man es euch so erzählt. Und jetzt werde ich auch gleich die Engel des Lichtes rufen, damit wir die Energie so wundervoll nutzen können, die die geistige Welt ja uns zur Verfügung stellt, um uns einfach zu unterstützen. Und ich sage es noch einmal, du brauchst dich nicht allein zu fühlen. Denke einfach um und nimm die Hilfe an. Sie ist überall. Die geistige Welt ist da, um uns alle zu unterstützen. Denn die geistige Welt, sie kennt unsere Aufgaben, sie weiß alles, was wir durchmachen und ist stets bemüht, uns da Erleichterung zu schaffen. Und der Glaube selbst gibt ganz viel Kraft. Glaube, Vertrauen und Hoffnung, das ist etwas, was deine Seele nährt und was dich stark macht auf deinem Weg. Und wenn du das erkannt hast und dich dann darauf fokussierst, dann bin ich überzeugt, dass es dir besser gehen wird, dass du gut durch dieses Leben hindurchkommst. Viele von euch haben das auch natürlich schon verstanden. Die wissen ganz genau, dass das Licht und die Liebe die stärkste Kraft ist und dass wir dadurch dann auch uns gegenseitig stärken und so viel bewirken können. Und von daher wird sich jetzt dann im Channeling diese Energie für euch alle in dem Maße übertragen, so wie es für jeden passt. Und ich freue mich wirklich schon sehr darauf. Ich freue mich auch immer über jede Botschaft und über jedes Channeling, denn ich bekomme ja auch Kraft dadurch. Und die Kraft, die nehme ich dann, um auch für euch da zu sein. Also dann wünsche ich euch jetzt gleich ganz viel Freude beim Channeling und lasst euch ja so tief in die Energien fallen, wie es möglich ist. Lasst die Kontrolle los und lasst einfach die Energien auf euch wirken. Wir werden durch die Tore von 1111 hindurchgehen und wir werden dort ganz viel Unterstützung erhalten. Und dazu wünsche ich euch ganz viel Freude. Ich werde mich einsprühen erstmal mit der Reinigung, dass mein Kanal schön frei für euch ist. Und mit der Kraft von Erzengel Michael. Der soll uns jetzt beschützen und begleiten, ihr Lieben. So, nun stimme ich mich ein. Smarana, lieber Mensch, fühle dich ganz liebevoll willkommen und herzlich umarmt. Du bist genau hier richtig
um eine Botschaft der Engel empfangen zu können und um die Liebe und das Licht zu fühlen, welches die geistige Welt für uns vorbereitet hat. Und so bitte ich dich, dich jetzt auf deinen Atem zu konzentrieren und das Licht der Liebe einzuatmen. Spüre dabei, wie das Licht der Liebe dich durchfließt, wie es deinen Körper entspannt und deinen Geist beruhigt. Und spüre auch das Vertrauen in deiner Seele, dass alles, was geschieht, für dich einen Sinn hat und dass du geschützt bist und durch dein Leben von den Engeln begleitet wirst. Und in dem Moment wird deine Aura golden weiß, denn sie hat sich eingestellt auf die hohen Energien der Liebe und sie vibriert mit den Schwingungen des Universums, mit den Schwingungen des Lichtes. Und so bist du nun bereit, um die Botschaft der Engel des Lichtes zu empfangen. Wir sind die Engel des Lichtes und einströmt unsere Liebe, einströmt unser Licht, um dich zu tragen, zu berühren und zu schützen. Wir wurden auserwählt, um dich heute zu begleiten durch die Tore von 1111 hindurchzugehen, um dich zu unterstützen, dein Bewusstsein noch mehr auszudehnen. Dazu sind wir heute gekommen. Und wir sind auch noch gekommen, um dich zu unterstützen, alles, was du trägst, was dich belastet und hindert, loszulassen. Wir sind hier, um dir zu helfen, von dem loszulassen, was dich so sehr belastet. Und wenn du magst, dann darfst du nun alles, was du auf der Seele trägst, nach oben kommen lassen. Lass deine Gefühle einfach aufsteigen, sodass sie auf deiner Seelenoberfläche liegen. Denn wir, die Engel des Lichtes, wir werden diese Energien, die dich belasten, in Liebe umwandeln, in Liebe und Licht. Und so geschieht dies nun. Mit dieser Reinigung erhöht sich deine Schwingung. Mit dieser Reinigung spürst du, wie sich deine Aura noch einmal mehr ausdehnt und das Licht sich in dir verstärkt. Und nun, geliebter Mensch, laden wir dich ein, durch das Tor von 1111 hindurchzugehen und eine höhere Dimension zu betreten. Wenn du dazu bereit bist, dann spreche ein innerliches Ja aus. Wir, die Engel des Lichtes, wir hören dein Ja
und wir tragen dann deine Seele behutsam über die Linien der Zeit durch das goldene Tor der 1111 hindurch. Es geschieht jetzt in diesem Augenblick und es geschieht mit einem Atemzug des Lichtes. Und vielleicht spürst du schon diese große Freiheit, die Grenzenlosigkeit der Liebe, welche dir Kraft geben wird, deinen Weg weiterzugehen. Vielleicht kannst du spüren, wie die Energie immer stärker wird. Wir halten für dich diese Energie und du kannst dich einfach heilen lassen, tragen lassen, so wie es sich gut für dich anfühlt. Wir tun jetzt in diesem Moment alles für dich, was möglich ist. Wir unterstützen dich dabei, Kraft zu tanken. Wir unterstützen dich, Hoffnung und Vertrauen aufzunehmen. Wir unterstützen dich, die Liebe zu empfangen, die Liebe aus den Gottesfeldern. Sie strömt jetzt zu dir und sie berührt deine Seele ganz tief. Sie berührt dich ganz tief in deinem Innersten und öffnet dein Herz. Sie öffnet auch deinen Geist, das zu empfangen, was du nur in den höheren Dimensionen der Liebe spüren kannst. Es ist die Nähe Gottes, die Nähe der größten Liebe, die jemals existiert. Und diese große Liebe, sie ist immer für dich da. So nimm sie an. Nimm diese Geschenke an. Denn sie kommen von Herzen, würden die Menschen dazu sagen. Und die Energien wirken für dein allerhöchstes Wohl. Spüre unsere Nähe. Wir sind schützend bei dir. Und glaube weiterhin an das Licht. Mit diesem Glauben an das Licht gibst du Kraft und Stärke weiter. Und diese Kraft und Stärke, sie kommt zu dir zurück. Und so wirst du nach dieser Botschaft vollkommen gestärkt sein und vollkommen verbunden sein mit uns. Völlig egal, was auf der Erde geschieht, wir sind bei dir und wir können dir versichern, dass wir genau wissen, was auf der Erde los ist. Und entsprechende Energien senden für die Unterstützung von euch Menschen. Und so werden wir nun genau die Energie zu dir senden, welche du jetzt benötigst. Und wenn du bereit bist, dann lege deine Handflächen, deine Hände mit den Handflächen nach oben auf deine Oberschenkel. Und empfange unsere Liebe, unsere Heilung und unser Licht. Goldenes Licht umhüllt dich.
Goldene Perlen des Lichtes kommen zu dir, hüllen dich ein und verbinden sich mit dir. Und es geschieht genau die Heilung, welche jetzt gut für dich ist. Es geschieht voller Liebe und Achtsamkeit. So ist es geschehen. Die Energien wurden übertragen. Du bist gekräftigt und gestärkt und geheilt. Und so bringen wir deine Seele liebevoll wieder in das Hier und Jetzt zurück. Überreichen dir den Gruß von Smarana und ziehen uns langsam wieder zurück. Es war sehr schön, mit dir heute zu wirken. Lieber Mensch, du darfst nun langsam wieder deine Augen öffnen, deine Hände und Füße bewegen und wieder zurückkommen. Die Botschaft wurde überbracht. Heilende Energien hast du erhalten. Ich freue mich sehr, dass du deine Zeit mit mir verbracht hast und dass dir so viel geschenkt wurde. Schreibt mir gerne unten rein, wie es euch gegangen ist, was ihr gefühlt habt. Denn die Engel des Lichtes, sie lesen ja auch die Bemerkungen. Das ist ganz wichtig, auch dass man das mal weiß. Ja, ihr Lieben, ich danke euch sehr und ich wünsche euch alles Liebe. Nutzt diese Meditation und dass die Botschaft der Engel des Lichtes so oft ihr möchtet. Denn die Liebe ist unendlich groß. Die Heilkraft ist unendlich groß. Und wenn euch das gefallen hat, was ich jetzt gerade als Botschaft überbringen durfte, wenn ihr noch mehr solche Botschaften erhalten möchtet, dann bitte abonniert mich, klickt einfach auf diese Kugel. Ich danke so sehr und ich wünsche euch allen eine wundervolle Zeit. Tschüss.